mein Jänner aufgebraucht Video machen. Ich hoffe, dass noch genug Licht da ist, weil es ist ziemlich düster heute. Ziemlich düster heute. Aber fangen wir mal an. So, als allererstes habe ich natürlich wieder Wattepads aufgebraucht. Was denn sonst? Einmal die hier von Müller wieder. Und einmal die hier von Müller wieder. Die liebe ich ja, das wisst ihr ja auswendig. Dann habe ich leer gemacht Ampullen. In letzter Zeit habe ich eine richtige Ampullenphase. Und eine davon habe ich auf einer Schulung geschenkt bekommen. Und die fand ich richtig gut. Die Rosenwasser. Und die ist leider Limited Edition gewesen. Da habe ich auch, glaube ich, gar keine mehr. Aber ich liebe die CV-Ampullen. Das wisst ihr eigentlich. Und ich habe schon lange keine mehr verwendet, oder? Schon extrem lange keine mehr verwendet. Und deswegen habe ich wieder drauf zurückgegriffen. Und ich liebe sie wieder so wie am Anfang. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, aber ich muss gestehen, ich habe es als Seife zwecksentfremdet, weil ich liebe ja Bananenduft, aber dieser Bananenduft ging bei mir überhaupt nicht. Also das war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Ich hoffe, dass nicht zu dunkel ist schon das Licht, aber der Bananenduft ging überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich das leer gemacht habe. Wirklich froh, dass ich das leer gemacht habe. Also die gibt es auch gar nicht mehr. Das war von Today mal eine Limited Edition. Das habe ich auch, glaube ich, in ein Geschenkspaket gehabt, aber... Das war überhaupt nicht mein Duschgel. Dann habe ich wieder die Kokosnuss-Reinigungstücher aufgebraucht. Vor kurzem hat jemand unter meinem Video geschrieben, dass er die auch nicht gut findet, dass die BB besser sind. Die BB finde ich schrecklich. Die BB finde ich sowas von widerlich. Bäh. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Und bei den Tüchern ist bei mir so, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die Avocado da noch drinnen habe, aber bei den Tüchern ist bei mir so, dass das Tuch generell ein bisschen angenehmer fürs Gesicht ist. Bei den Avocado-Tüchern war das Problem, dass das Tuch so ein bisschen komisch war. Das war der Grund. Feuchtigkeit spenden tun sie ja auch gar nicht. Nein, das habe ich auch gar nicht im Video gemeint. Sondern sie sind eher... Wie soll ich das sagen? Mir gefällt das Tuch von dem auch ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, dass ich mehr Make-up runterbekomme als bei den Avocado-Tüchern. Bei den Avocado ist das Tuch so komisch. Und das... Stört mich, aber ich finde schon, dass sie gut mit Feuchtigkeit durchtrennt sind, die Kokos. Aber wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Ich liebe die und ich werde nur noch die kaufen. Dann habe ich aufgebraucht mein Biore Aktivkohle Reinigungswasser. Ich benutze das aber, um Lippenstifte zu entfernen. Die ganz krassen Farben, so rot, pink, sonst irgendwas oder auch nude, wenn ich die nicht ganz runter bekomme, nehme ich immer das hier und ich hoffe, dass sie das nicht aus dem Sortiment nehmen, weil ich habe mir das jetzt auch schon nachgekauft und ich liebe das zum Lippenstift entfernen. Ich habe ja früher immer das von MAC gekauft, wenn ihr euch erinnern könnt, dieses Augen-Lippen-Make-up-Entferner-Ding, aber das war mir immer zu teuer nachzukaufen und deswegen bin ich auf das umgestiegen und das ist wirklich gut und es hält so, so lange, viel länger als das von MAC und deswegen hoffe ich, dass sie mir das nicht aus dem Sortiment nehmen. Aber man weiß es natürlich nicht. Dann habe ich mein Trockenshampoo aufgebraucht, das kennt sie ja eh auswendig, liebe ich noch immer und habe ich noch sehr viele Backups. Dann habe ich eine Badebombe aufgebraucht. Pop Art hat die geheißen. Ich glaube, das war die, die knistert, wenn ich mich nicht ganz irre. Die fand ich mega geil. Und die habe ich von meiner lieben Tanja bekommen. Und die roch so geil. Boah. Badebomben, ihr wisst ja, liebe ich ja sowieso. Dann habe ich einen Duschschaum aufgebraucht von Bilou. Ich muss sagen, das war der erste, den ich so, so gut fand. Der war wirklich gut. Also... Das war bis jetzt der beste, den ich aufgebraucht habe. Aber das war ja so eine Limited Edition auch und deswegen, ja. Ich würde mir aber von ihr auch irgendwie, glaube ich, keine mehr nachkaufen. Ich bin mal froh, wenn ich die ganzen leer habe von ihr. Obwohl der gut war. Er war wirklich nicht schlecht. Dann habe ich meinen Wasserspray aufgebraucht. Das ist das erste Wasserspray, das ich jemals aufgebraucht habe von Balea. Oder auch von Müller ist mir das damals kaputt gegangen. Und da war ich echt stolz, dass ich das leer bekommen habe. Das hat recht lange gehalten. Das Melone gibt es auch, glaube ich, leider nicht mehr. Aber das war echt gut. Ich habe auch jetzt noch ganz viele andere, die ich jetzt noch verwenden müsste. Also ich hoffe aber, dass das Melone wieder rauskommt. Weil das war echt gut. Das war wirklich gut. Dann habe ich aufgebraucht die Anti-Falten-Augen-Konturen-Pads von der Eigenmarke von Müller, von Cadea Vera. Die liebe ich auch extrem. Da gebe ich mir immer einen Ball in den Kühlschrank und wenn ich merke, ich habe extreme Augenringe, dann nehme ich die. Und ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Ich werde sie mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann habe ich einen Rasierschaum aufgebraucht von Balea. Den liebe ich auch und den werde ich mir fix bunkern. Ich habe mir auch, glaube ich, vor kurzem zwei wieder nachgekauft. Ich liebe den.
Der riecht sowas von geil. Der riecht sowas von geil. Und jetzt gibt es auch ein Duschgel auch und das habe ich mir auch schon gekauft. Das ist wieder einer von den Rasierschäumen, der den Melone ablöst. Weil den Melone, könnt ihr euch ja eh erinnern, den habe ich ja auch gebunkert und extrem gerne verwendet. Und der hat den Melone ein bisschen abgelöst, muss ich sagen. Dann habe ich eine Mini-Zahncreme leer gemacht. Die sieht so aus, die man nicht sieht. So, jetzt. Die mag ich auch sehr gern. Die habe ich von der Arbeit geschenkt bekommen. Ich habe noch ein paar Backups davon, aber die fand ich echt gut. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich die mir vielleicht auch irgendwann einmal in Groß kaufen. Aber ich muss jetzt mal welche aufbrauchen. Dann habe ich aufgebraucht meine Mask Remover Sponges. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sind gar keine Reinigungs gewesen, sondern das waren Maskenentferner Sponges. Okay. Ich habe es eh für beides verwendet, also wäre es eh wurscht gewesen. Aber ich finde, die haben nach einer Zeit so schnell gestunken. Und ich glaube, die konnte man auch nicht waschen. Oder? Also steht zumindest nicht da, dass man die irgendwie waschen konnte, aber die fand ich nicht gut. Die waren von TK Maxx, die waren viel zu teuer und deswegen fand ich die nicht gut. Dann habe ich von Bilou einen Badezusatz aufgebraucht. Fand ich okay. Das war richtig weihnachtlich noch, also er war okay. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass er mich irgendwie vom Stocken gekaut hat oder so. Das jetzt eher nicht, aber er war okay. Dann habe ich aufgebraucht mein Duschpeeling Melone. Könnt ihr euch sicher auch noch ganz genau dran erinnern, oder? Das habe ich ja auch sowas von geliebt. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein paar Backups. Aber ich will das halt für den Sommer aufheben. Und ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen satt gerochen an dem Duft. Ein bisschen schon, ja. Aber ich habe es ja extrem geliebt. Und ich habe auch noch ein paar Backups. Aber jetzt haben sie aktuell ein neues, das ich auch geil finde. Das Café Kokos, das ist auch mega. Habe ich mir auch gekauft, aber dazu in einem anderen Video bald mehr. Dann habe ich aufgebraucht mein Hofer Augen-Make-up-Entferner und ihr wisst ja, ich liebe den. Ich habe nur dabei keine Backups. Ich habe jetzt meine ganzen Proben mal leer gemacht vom Make-up-Entferner. Ich habe ja den in Clinique gehabt und habe auch noch einen anderen mir gekauft von Terra Naturi. Ich muss aber sagen, der von Terra Naturi nimmt solche extremen Augen-Make-ups nicht schnell runter. Das dauert mir einfach viel zu lange. Ich habe da keinen Bock. Ich habe sowieso am Abend überhaupt keinen Bock, auch mich einzucremen. Also habe ich auch keinen Bock, da stundenlang jetzt mich abzuschminken. Deswegen finde ich den von Terra Naturi nicht so gut. Da finde ich den von Hofer besser. Aber ich muss mal schauen, wann ich mir den mal wieder nachkaufen kann. Wird mal wieder Zeit, glaube ich, dass ich mir den mal nachkaufe. Dann habe ich ein Make-up aufgebraucht. Ich habe versucht, also ich bin wirklich enttäuscht, wie viel Make-ups ich habe. Und ich brauche mir eigentlich sehr lange nichts mehr kaufen. Ich habe hier auf der Seite, ich glaube, man sieht es gar nicht. Nein, man sieht es nicht. Habe ich mir meine Make-up-Proben hergerichtet, weil ich so viele habe. Und ich habe auch noch generell ganz viele Make-ups. Deswegen werde ich mir demnächst gar keins kaufen, obwohl ich mir vor kurzem leider eins gekauft habe, weil ich das nicht gesehen habe, dass ich so viel habe. Ja. Aber was soll's. Ich habe das auch mischen müssen mit einem anderen helleren Make-up. Von Clinique war das ein Make-up, das Even Better Refresh. Das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich bin kein Make-up-Proben-Fan. Sagt man es so? Ja. Also, ich finde es nicht so gut. Aber ich habe so viele und ich muss die aufbrauchen. Ich muss die wirklich aufbrauchen. Ich habe das nämlich bekommen, wie ich den Kalender gekauft habe. Das war nicht schlecht. Also ich würde mir das sogar vielleicht in groß mal anschauen, wenn ich nicht so viel hätte. Ich habe eindeutig zu viel. Deswegen dabei nein. Dann habe ich meine Wattestäbchen aufgebraucht, die ich immer am Schminktisch habe. Die kennt ihr ja eh auswendig. Dann noch einmal Maxi-Wattepads habe ich aufgebraucht. Sehr cool. Als nächstes habe ich ein Duschgel leer gemacht. Das war die Zuckerschnote. Ihr wisst ja, ich liebe dieses Duschgel. Das war mein absolutes Lieblingsduschgel. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein paar Backups. Deswegen brauche ich mir dabei noch keine Sorgen machen. Aber das gibt es ja auch schon lange nicht mehr. Gibt schon sehr lange nicht mehr. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Das war die Mandeltraummaske von Schebens. Die mag ich auch sehr gern. Die gibt es aber leider auch nicht mehr. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Dass immer die guten Sachen aus dem Sortiment gehen. Weil da habe ich aber, glaube ich, noch ein paar Backups, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich es endlich geschafft, eine Maske aufzubrauchen. Ich habe die jetzt sogar aufgeschnitten gehabt, weil da noch so viel Rest drinnen blieben ist. Das war eine von Yves Rocher. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Diese Eiseffekt-Maske war das. Ja, ich kann nicht mal wirklich mehr viel sagen, weil ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Deswegen bringt das auch, glaube ich, auch nicht viel, wenn ich euch da noch was sage dazu, oder?
Ich mochte die sehr gern damals. Ich habe mir damals auch extrem viele von der gekauft gehabt. Wenn ihr mich schon länger schaut, glaube ich, wisst ihr das sogar noch. Aber ja, ich habe genug Masken. Ich muss mir in den Arsch treten und ein paar Sachen aufbrauchen. Es ist wirklich nicht mehr normal, wirklich nicht. Dann habe ich hier ein paar Proben leer gemacht an Düften. Die sehen so aus. Das waren zwei Michael Kors Düfte. Einmal der Eau Fraîche und einmal der klassische. Das ist der klassische und das ist der Eau Fraîche. Ich finde beide okay. Das Problem ist, es gab mal eine Kollegin, die war mal bei uns und die hat die so gern benutzt und deswegen kann ich die nicht mehr verwenden. Das klingt vielleicht voll behindert. Aber jedes Mal, wenn irgendjemand einen Duft so extrem sprüht in der Parfümerie, kriege ich das ja oft mit, kann ich den Duft nicht mehr verwenden, weil ich dann an die Person denke. Und dann kann ich ihn selber nicht tragen, weil dann denke ich immer, das passt nicht zu mir, dann denke ich automatisch an die Person. Versteht ihr, was ich meine? Also bei mir geht es auch mit einem Burberry-Duft so. Wenn ich den Duft mag, kann ich ihn aber nicht verwenden, wenn ich weiß, dass eine Person den so gern benutzt. Dann denke ich automatisch an die Person, dann kann ich das nicht mit mir verbinden. Versteht ihr, was ich meine? Und bei dem ist es genauso das Problem. Er ist gut, aber ich selber würde ihn mir nie kaufen, weil ich ihn immer mit einer anderen Person in Verbindung bringe. Ich hoffe, das hat er jetzt Sinn. So, dann habe ich die Pumpkin Spice Latte Crememaske aufgebraucht und ich bin ja wirklich extrem enttäuscht von diesen Ingredients, heißen die ja. Ja, da unten steht das. Ingredients Brand. So sieht das aus. Von denen bin ich wirklich extrem enttäuscht. Die Verpackung ist mega schön, aber ich mag diese Masken nicht und ich habe Gott sei Dank kein Backup mehr von der. Gott sei Dank nicht. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Marlies Müller. So ein Sugar Scrub ist das. Für die Kopfhaut. Ich mag's, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es finde. Ich bilde mir ein, ich habe davon noch irgendwo eine Probe rumfliegen, weil da habe ich damals meine Filialleitung gefragt, ob ich die haben darf und zum Probieren. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll. Ich finde, da kommt man nur ein, zwei Mal mit der Probe aus und deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie ich es finde. Ich weiß nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Dann habe ich leer gemacht ein Terra Naturi Kokos Badeschaum. Den gibt es ja leider nicht mehr, aber ich fand ihn jetzt echt auch nicht so berauschend. Er ist okay, aber ich finde, der hat nicht wirklich viel von Kokos. Ich weiß nicht. Ich finde ihn okay. Da brauche ich mich dann auch eigentlich gar nicht aufregen, dass es den nicht mehr gibt. Ein Backup habe ich noch davon, aber das war es dann auch, glaube ich, schon. Dann habe ich zwei Deos leer gemacht und ich muss sagen, wenn ich mal ein Deo leer mache, dann kriege ich gleich zwei auf einmal leer, nie eines. Einmal habe ich das Avocado und Himbeer aufgebraucht. Da habe ich, glaube ich, noch ein Backup und ich finde das so schade, dass das nicht mehr gibt, weil das war richtig gut. Das war so gut. Das war wirklich gut und ich finde das so schade, dass das nicht mehr gibt. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil das mag ich echt gerne und ich fand die Verpackung auch so süß mit den ganzen Avocados, seht ihr das? Ich fand das so süß. Das war so süß. Ich habe auch das Duschgel noch. Aber das war ja mit Erdbeer oder nicht mit Himbeer. Glaube ich. Aber das war echt süß. Und ich mochte auch den Duft von dem Duschgel, sag ich schon. Von dem Deo sehr, sehr gern. Das zweite, was ich aufgebraucht habe, war das Tropenlaune. Da ist mir leider mein Deckel kaputt gegangen. Aber das fand ich auch gut. Und ich glaube, ich habe davon auch noch ein Backup. Weil ich glaube, das gibt es auch nicht mehr leider. Ich fand das auch so cool, dass da eine Kaktus oben drauf ist und eine Banane. Das fand ich echt gut. Aber gibt es, glaube ich, auch niemand mehr. Dann habe ich zwei Seifen aufgebraucht. Einmal die Pfirsich, die kennt ihr schon. Die habe ich euch ja schon mal, glaube ich, in einem Video gezeigt. Und die liebe ich extrem. Also die ist mein absoluter Favorit von den Seifen. Die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, solange es die noch gibt, weil diese leider Limited Edition. Dann habe ich die Kokos Limette aufgebraucht, oder? Kokoswasser Lemon heißt die. Die Verpackung ist wunderschön, aber ich finde nicht, dass sie gut gerochen hat. Ich weiß nicht, also... Na, die ist irgendwie nicht so mein Duft. Also die gefällt mir vom Duft her überhaupt nicht. Ja, also die würde ich mir nicht nachkaufen. Ich glaube, ich habe aber noch eine. Das habe ich euch ja, glaube ich, in irgendeinem Video gezeigt. In dem letzten Haul-Video habe ich euch gezeigt, dass ich davon noch eine habe. Also die würde ich mir aber exakt nicht nachkaufen. Dann habe ich noch ein Deo aufgebraucht. Also langsam mache ich mir Sorgen. Das ist das Maximum Protection von Rexona. Ich mag es nicht. Ich weiß, dass viele Freundinnen von mir mögen, aber ich mag es nicht und ich werde es mir auch nicht nachkaufen, weil ich mag es wirklich nicht. Dann habe ich eine Badebombe aufgebraucht. Das war eine gelbe von Body and Soul. Die war okay, aber jetzt auch nicht so berauschend. Sie war okay, aber nicht so mein absolutes Lieblingsprodukt jetzt.
Dann habe ich das Cleanse of Oil von MAC aufgebraucht, in klein. Ich habe sehr lange dafür gebraucht. Sehr, sehr lange dafür gebraucht. Ich weiß nicht, viele mögen das ja zum Augen-Make-up entfernen und Lippenstift entfernen, aber ich weiß nicht, das ist das erste MAC-Produkt, wo ich sage, bei mir bringt das irgendwie nicht so viel. Ich habe es dann auch erst immer am Schluss verwendet, wenn ich merke, ich habe da noch Make-up-Reste. Dann habe ich das verwendet. Aber Make-up entfernt hat es für mich nicht so, wie ich es will. Also ich mag das auch ganz ehrlich nicht so, mir das abzuwaschen. Das mag ich irgendwie nicht. Da habe ich das Gefühl, dann nicht reinig zu sein, weil ich tue mir das Make-up entfernen und reinige dann mein Gesicht. Dann habe ich das Gefühl, das ist okay. Aber mit so einem Öl das Make-up zu entfernen, finde ich irgendwie nicht so. Ist nicht so meins, sagen wir so. Dann habe ich ein paar Proben noch leer gemacht. Extrem viele Proben. Ich habe einmal dieses Fresh Pressed, ein Reinigungspuder von Clinique aufgebraucht. Das war in meinem Adventkalender drin. Ich habe sogar, glaube ich, noch ein Backup davon, weil da waren drei in einem Türchen drinnen. Ist ganz okay, aber ich habe das noch nie in Originalgröße gesehen. Deswegen, ja, weiß ich auch gar nicht, ob man das ehrlich gesagt nachkaufen kann. Dann habe ich meine Hollywood Skin Augenpads aufgebraucht. Ihr wisst ja, die liebe ich. Die mache ich so zwischendurch immer. Die muss ich mir wieder nachkaufen, weil ich glaube, ich habe keine mehr. Ich glaube wirklich, dass ich keine mehr habe. Dann habe ich noch zwei Masken leer gemacht. Einmal die Thermomaske von Aldo Vandini. Die liebe ich ja, die gibt es aber leider auch nicht mehr. Und ich habe noch ein paar Backups. Aber die gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Und die Crememaske Cranberry habe ich auch aufgebraucht von diesen Ingredients wieder. Fand ich auch nicht so gut. Fand ich wirklich nicht gut. Die einzige, die ich gut fand, war die mit den Zuckerstangen, glaube ich. Also würde ich mir die, glaube ich, nimmer mehr nachkaufen. Ja, ich habe auch eine Augenmaske aufgebraucht von Clarins. Ich muss leider zugeben, ich habe den Rest für meine Füße verwendet, weil die schon so, so alt war und so, so lange offen war. Deswegen habe ich den Rest für meine Füße verwendet. Ich würde mir keine Augenmaske mehr kaufen. Ich habe eh die Augenpads und so und deswegen würde ich mir echt keine Augenmaske mehr kaufen. Die habe ich mir auch nicht gekauft, die habe ich damals auf einer Schulung selber geschenkt bekommen. So. Da haben wir sie ja schon. Ich wusste, ich habe sie aufgebraucht. Die Avocado-Reinigungstücher sind auch leer. Da stören mich, wie gesagt, die Tücher. Die Tücher stören mich bei dem extrem. Ich habe sie mir jetzt wieder nachgekauft, weil sie um 60 Cent reduziert waren, ich kleines Opfer. Und weil ich die Verpackung einfach so süß fand und die einfach nochmal haben wollte. Aber eigentlich braucht man dann darüber eh nicht mehr lange reden, weil sie gibt es eh nicht mehr. Aber die Tücher haben mich ein bisschen gestört. Deswegen mag ich fürs Gesicht lieber die Kokos, weil da die Tücher angenehmer sind. Da sind die Tücher so komisch rau und deswegen mag ich die nicht so gerne. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber es ist nun mal so. Jeder hat so seine eigenen Reinigungstücher, oder? Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Shiseido. Eine Augencreme war das. Die hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, muss ich ehrlich sagen. Also Shiseido Augencreme würde ich mir jetzt persönlich nicht selber nachkaufen, aber ja. Make-up-Proben habe ich auch. Also ich habe noch eine Make-up-Probe aufgebraucht, so wollte ich sagen. Das war die von MAC und das Make-up überlege ich, ob ich mir nachkaufen soll. Weil das war echt gut. Aber ich habe jetzt noch so viel Make-up, deswegen erstmal nicht. Aber ich werde das im Hinterkopf behalten und vielleicht mir nachkaufen. Ich habe hier zwei Ampullen noch reingeworfen. Die, was ich jetzt... Also ich benutze die noch immer. Das sind die von Marionneau. Die mag ich noch immer sehr gern. Die heißen... Ich kann das gar nicht aussprechen. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Ich glaube, man sieht es nicht mal. Aber die fand ich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich die ins Aufgebrauchsacker reingekaut habe, weil die anderen habe ich bis jetzt alle weggekaut, die ich verwendet habe. Aber das war echt nicht schlecht. Die Ampullen, meine ich jetzt. Die waren wirklich nicht schlecht und ich würde mir die auch sogar nachkaufen. Aber ich habe noch so viele dabei. Und ich habe mir auch von der Eigenmarke welche vor kurzem nachkauft, weil die in Aktion waren. Also... Ja, was ich noch aufgebraucht habe, war mein Make-up von Lancôme. Das wollte ich euch eigentlich in den Jahreslovers zeigen, also wundert euch nicht, wenn ihr das nicht seht, aber es gehört dazu. Es ist wirklich gut, das Make-up und ich habe auch überlegt, ob ich es mir nachkaufen soll, aber wie gesagt, ich habe mir erst vor kurzem ein anderes gekauft und ich habe noch so viel. Also wird das dementsprechend nicht passieren. Deswegen, aber das fand ich echt gut. Das fand ich wirklich gut. Wenn ich weniger hätte, würde ich mir das für den Sommer sogar nachkaufen, weil das von Lancôme war echt gut. Wir haben das zwar von der Schulung bekommen, aber ich müsste mir auch, glaube ich, die Nummer aufschreiben davon, weil ich fand das wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich habe so viel und ich habe noch viele Proben. Ich habe doch noch eine Probe stehen,
die ich gerade aktuell verwende. Das ist von Chanel eine CC Cream, die ich gerade aktuell drauf habe. Und die mag ich auch sehr gern. Also die würde ich mir auch nachkaufen. Also ich habe aber so viel Scheiß, Leute. Das ist so nervig. Seid lieber froh, dass ihr nicht so viel habt. Weil ich würde mir dann eher das nachkaufen, was ich gern verwende. Aber meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Ich habe 4 Duftproben aufgebraucht. Also Katastrophe. Einmal die Simply von Chisander, das ist die Pudrereihe Intense, den Duft liebe ich so, so sehr. Das ist so ein schönes Parfum. Ich liebe die Chisander Pudre Düfte. Da gibt es ja einen anderen, wo die Flüssigkeit rosa ist und die Verpackung oben schwarz. Und den liebe ich auch. Aber der ist sogar noch besser. Aber wie gesagt, ich habe so viele Parfums, ich darf mir dabei gar keinen kaufen. Den ich noch gut fand, war von Scandal, von Jean Paul Gaultier, ist der A.A. Paris, glaube ich, heißt der, oder so. Ihr könnt es eh lesen. Die Verpackung schaut so kacke aus, wieso ist das so schmutzig? Den mag ich sehr gern. Den mag ich wirklich sehr gern. Das Positive ist nämlich, dass der Birne drinnen hat. Da ist auch noch ein bisschen was drin, weil ich den Rest nicht rauskriege. Das ist die etwas dünnere Flasche von den Skandaldüften. Ja, das Problem ist, es gibt auch schon 3 verschiedene von denen leider. Aber der mit der dünneren Flasche, den mag ich persönlich am liebsten. Aber ich würde mir den nicht nachkaufen, weil ich habe so viel. Aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Dann habe ich noch die Probe von Boss de Scent aufgebraucht. Das ist aber das Privé Accord und den mag ich persönlich überhaupt nicht, den Duft. Den ganz normalen, klassischen de Scent mag ich schon. Aber den hier mag ich leider gar nicht. Wirklich nicht. Dann habe ich noch eine Duftprobe. Das ist die letzte Duftprobe, weil sonst wird es langsam gestört. Das ist von Lancôme, der Idol-Duft. Der ist so gut. Der ist so, so gut. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, aber den fand ich echt gut. Der kam ja auch letztes Jahr raus. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Die Flasche ist ganz, ganz dünn. Ich muss auch gestehen, ich habe auch die Originalgröße zu Hause, weil wir die geschenkt bekommen haben. Aber der ist so genial, der Duft. Der ist wirklich so genial. Ich liebe den. Also ich freue mich schon, wenn ich dann den großen verwende. Das Positive bei dem Idol ist, dass man den auffüllen lassen kann. Das finde ich positiv. Sehr, 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 sehr positiv. Da muss man nicht wieder die ganze Flasche neu kaufen. Man kann auch die Flasche personalisieren lassen und dort solche Sachen. Also den Duft finde ich wirklich gut. Das ist mal was Neues, würde ich sagen. Dann habe ich noch eine Pflege, die ich leer gemacht habe. Und zwar meine Biotherm Aquasus Gel Creme ist leider leer geworden. Leider. Ich habe sie extremst geliebt. Die war richtig gut. Aber wie gesagt, ist leider leer. Und ich habe noch so viele andere Biotherm-Pflegen, die ich eh noch verwenden muss. Und deswegen brauche ich gar nicht so traurig sein. Ich kann stolz auf mich sein, dass ich es leer gemacht habe. Aber Biotherm ist ja meine Lieblingsmarke. Dann habe ich noch ein Parfum aufgebraucht. Das ist von Cajarelle, der Noir. Der hat da nämlich so eine Kugel drin. Das war aber ein Sommerduft. Und ich liebe die Sommerdüfte von Cajarelle. Ich liebe die. Ich habe jetzt einen anderen auch gekriegt, weil ich die Filialleitung angebeziert habe, dass ich den haben darf. Weil seit ich bei Müller angefangen habe, habe ich die gesammelt. Und den gibt es aber. Es gab 2019 kam gar keine Version raus. Leider. Was ich schade finde. Aber ich finde den echt gut. Der sieht so aus. Der war wirklich gut. Meine Mama hat mich oft gefragt, was ich oben habe, wenn ich den drauf hatte. Und der war echt gut. Aber wie gesagt, gibt es leider nicht mehr, war limitiert. Aber ich habe noch die andere limitierte Version und darüber freue ich mich. So, Make-up. Habe ich sehr, sehr viel leer gemacht und da bin ich wirklich stolz auf mich. Ich habe mein Augenbrauen-Gel leer gemacht, das brauche ich euch eigentlich nur kurz zeigen, weil das kennt ihr ja eh auswendig, von Miss Lean, das Brow Friends Forever. Habe ich aufgebraucht. Dann habe ich leer gemacht, mein Naturista Gel Eyeliner. Das war eigentlich ein Gel Eyeliner, aber ich habe es als Lidschattenbase verwendet. Seit dieses Ding leer worden ist, hat bei mir überhaupt kein Lidschatten mehr gehalten. Das war mal aus einer ganz, 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 ganz alten Essence Limited Edition. Viele werden die noch kennen, glaube ich. Ich habe die grüne Variante auch davon aufgebraucht als Lidschattenbase und ich war mega angepisst, wie ich gemerkt habe, dass bei mir kein Lidschatten mehr hält. Also ich habe jetzt Gott sei Dank eine Lösung gefunden, aber das war einer, also Gel Eyeliner habe ich ja generell gerne für als Lidschattenbase verwendet und es gibt kaum noch Gel Eyeliner, ist mir aufgefallen. Nur schwarze, aber keine bunten mehr und das finde ich extrem schade.
Das finde ich wirklich extrem schade. Überall habe ich da meine Haare rumfliegen. Dann habe ich noch zwei Produkte, die leer geworden sind. Einmal meine Yves Saint Laurent Mascara. Die liebe ich. Die war richtig gut. Aber die ging extrem schnell leer irgendwie. Die ist mir extrem schnell ausgetrocknet. Seht ihr das, wie trocken die schon ist? Da habe ich überhaupt nichts mehr auf meine Wimpern bekommen. Das fand ich mega, mega schade, weil ich die so, so gerne mochte. Aber was soll's. Was soll's. Ich fand sie wirklich gut. Ich würde sie mir sicher irgendwann einmal vielleicht holen noch. Oder ich probiere mal eine andere von Yves Saint Laurent. Das würde mich auch interessieren, oder? Also so sieht die aus. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr den Namen davon. Wenn die heißen. Volumeneffekt. Fossils hat die geheißen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Französisch und ich sind nicht so gerade wirklich die gute Kombination, aber die war echt gut. Die haben bei der, soviel ich weiß, nur die Verpackung verändert, weil die gab es schon vorher. Ich glaube, vorher war die Verpackung oben Gold, unten Silber. Und die haben die Verpackung so verändert, ich glaube, steinigt es mich jetzt nicht, weil ich bin kein Yves Saint Laurent Make-up Kenner, weil ich die Marke nicht so gut kenne, weil wir die Dekorative halt nicht haben. Aber die fand ich echt, echt gut. Die haben wir, wie gesagt, auch bekommen damals. Aber die war echt gut. Nur kriege ich so viel Mascaras geschenkt, also brauche ich mir ewig, glaube ich, keine mehr nachkaufen. Dann habe ich meinen MAC Blush aufgebraucht. Und stolzer kann ich, glaube ich, wirklich nicht sein, dass ich das hier leer gemacht habe, oder? Also, da kann ich echt stolz auf mich sein. Das war das Blush Dame. Da war ich echt stolz auf mich. So sieht er aus. Wirklich stolz auf mich. Den habe ich auch, das war auch mein erstes Blush, das ich mir jemals gekauft habe. Nostalgie pur. Das war mein allererstes Rouge, was ich mir überhaupt gekauft habe. Da hat mich auch damals eine Freundin beraten. Also, da war sie natürlich noch nicht meine Freundin, aber jetzt sind wir befreundet. Durch das, dass ich immer bei MAC einkaufen war, habe ich meistens die Sachen immer bei ihr gekauft und sie hat mir das damals empfohlen und das hat perfekt gepasst. Und ich traue denen schon ein bisschen hinterher, weil mich das so ein bisschen mit ihr verbindet und deswegen... Ja, er ist leer. Aber ich habe eh 100 andere, also ist es jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das aufgebraucht gefallen. Ich muss sagen, im Jänner ist sehr, sehr viel leer worden. Im Jänner habe ich wirklich versucht, Gas zu geben und ganz, ganz viel aufzubrauchen. Besonders Duftproben, weil ich so viele Duftproben habe, Leute. Ich habe viele Parfums, ich habe viele Duftproben. Ich brauche mir, glaube ich, mein ganzes Leben lang gar nichts mehr kaufen. Was ich auch versuche, durchzuziehen jetzt. Also... Es klappt noch nicht so gut, aber wir werden sehen. Also ich hoffe, dass ich es schaffe, das durchzuziehen, mal eine Zeit lang nichts mehr zu kaufen. Zumindest nicht mehr so viel, weil das ist echt nicht mehr schön. Das ist wirklich nicht mehr schön, was ich alles an Zeug daheim habe. Deswegen mal gucken. Schauen wir mal, ob ich es zusammenbringe oder nicht. Aber ich brauche mir eigentlich gar nichts mehr kaufen. Außer was mir ausgeht, aber das kommt, glaube ich, eh als auch weniger vor. Aber was soll's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!